Sie sind bunt, handlich und scheinbar harmlos. Es gibt sie mit oder ohne Nikotin, meistens schmecken sie süß und fruchtig. Das liegt an den Aromastoffen in der chemischen Flüssigkeit, die beim Dampfen erhitzt wird. Der Trend zu den sogenannten Vapes wird vor allem durch Social Media angekurbelt. Es wird sogar mit der Masse an gerauchten Dampfgeräten angegeben. Influencer und Rapper werben für die bunten Einwegdampfer, teilweise sogar für ihre eigenen Produkte. Die Rapper bringen halt ihre Vapes raus und das geht dann in den Social Medias oder in den Gruppen halt, wo die Jugendlichen die Gruppen haben, viral und dann wird das gekauft halt, weil das so berühmte Personen sind und die denken, ja, das ist cool, das zu haben oder so. Also man hat einmal nicht diesen Nikotingeschmack, den mag ich nicht so. Das ist eher so kurzweiliger, auch im Mund und danach. Ich habe das Gefühl, wenn man normal raucht, hat man ewig so einen Nachgeschmack, so Tage danach noch gefühlt. Das ist bei Vapes nicht so. In Social Media habe ich auch schon öfter gesehen, dass Vapes gezeigt werden, aber ich sehe das öfter auch, dass Freunde irgendwie Videos schicken, wo sie gerade vapen. Ich glaube, das soll cool aussehen. Ashish Pagade arbeitet in einem Späti in Mitte und nimmt den Trend auch bei seinen jungen Kunden wahr. Um ehrlich zu sein, oft kommen die Minderjährigen, die Jungen und Mädchen hierher, um diese Produkte zu kaufen, weil in vielen Geschäften oder in den Spätis Produkte an Minderjährige verkauft werden. Aber insbesondere dieser Späti oder die meisten Spätis verkaufen die Produkte nicht an Jungen oder Mädchen unter 18 oder unter 20 Jahren. Der Preis liegt zwischen 6 und 11 Euro und ich könnte ungefähr 600 Mal daran ziehen. Ich mache als Nichtraucher den Selbsttest. Ich habe jetzt hier ein paar Mal dran gezogen an dieser Vape und es schmeckt nach Beere, es ist sehr süß und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das so ungesund ist, was ich hier gerade mache. Aber wie gefährlich ist es denn nun wirklich, an diesen bunten Dampfgeräten zu ziehen? Wir wissen noch nicht, was eigentlich der Gebrauch von Aromstoffen im Inhalationsvorgang für mittelfristige Langzeitfolgen hat. Da wissen wir relativ wenig drüber. Also wir würden auf keinen Fall sagen, sie sind gesund. Sondern eher, es gibt Risiken, über die gilt es zu reden. Ich zeige Janis Schneider die Videos mit den Vapes, die im Netz viral gehen. Zum einen sind RapperInnen, InfluencerInnen Vorbilder für Jugendliche. Jugendliche orientieren sich an ihnen und wollen sich so verhalten, wie sich ihre Vorbilder verhalten. Zum anderen findet das in der Phase der Pubertät statt, also auch in der Phase, wo sich Jugendliche ganz normal vom Elternhaus abgrenzen und in der persönlichen Entwicklung schauen, wie möchte ich eigentlich sein, wie ist mein Charakter, wie ist meine Persönlichkeit, an wem orientiere ich mich. Dort ein Produkt zu platzieren, das als Lifestyle zu vermarkten, was eine große Gefahr birgt, nikotinabhängig zu werden, ist verantwortungslos. Bei einigen Rappern, die ihre eigenen Vape-Marken auf den Markt gebracht haben, haben wir mal nachgefragt. Die Anfragen zu ihrer Vorbildfunktion wurden aber leider nicht beantwortet. So süß und harmlos die Dinger auch teilweise schmecken mögen, es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Die Stars der Jugend sind zumindest in diesem Punkt recht fragwürdige Vorbilder. Reden wir drüber mit der Medienpädagogin Dr. Irene Schulz von der Aufklärungsinitiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Man könnte jetzt auch sagen, Frau Schulz, schon das Teenie-Idol James Dean hatte damals selten keine Fluppe im Mund. Was soll daran jetzt so viel schlimmer sein, dass das auf den sozialen Plattformen von Influencern beworben wird? Na, im Unterschied zu James Dean und den Stars von damals kommen eben die Helden von heute, die Influencer, viel näher in die Kinderzimmer. Also das heißt, James Dean war vielleicht auf einem Poster und einem Plakat an der Wand zu sehen oder man konnte die Boybands auf einer Bühne bestaunen. Aber jetzt die Influencer, mit denen kann man den Tag beginnen, indem man ihnen eben auf den Social-Media-Portalen folgt, indem man ihnen Nachrichten schicken kann, die antworten sogar. Man kann liken und man kann quasi alles erleben und mitverfolgen, was die sich anziehen oder was die auch benutzen. Und insofern entsteht da eine Art von Pseudo-Freundschaft, kann man sagen. Und für die Heranwachsenden ist natürlich der kommerzielle Aspekt, also dass die das beruflich machen und was verkaufen und Geld verdienen wollen, ist für die Kinder und Jugendlichen gar nicht sichtbar. Ja, die damit werben, die verdienen eben ihr Geld damit, die Plattformen ebenso. Die werden also sicher nicht damit aufhören, wenn sie nicht gestoppt werden. Es bleibt also absehbar in der Welt erstmal. Wie können denn Eltern ihren Kindern klarmachen, glaub bitte nicht alles, was du da hörst? Na, grundsätzlich sind wir als Eltern immer gut beraten, das ernst zu nehmen, was unsere Kinder bewegt, auch wenn sich diese medialen Welten uns nicht immer ganz erschließen. Ist es ganz gut zu sagen, zeig doch mal, wen magst du da, wem folgst du und was findest du toll daran? Und auf dieser Grundlage Gespräche auch darüber zu führen, die eben dann sich darum drehen, in den Mittelpunkt zu stellen,
dass die da was verkaufen, dass das ihr Beruf ist, dass es denen nicht in erster Linie um Freundschaften geht, sondern darum, über ihren Beruf Geld zu verdienen, dass die eben Werbung und auch Produkte platzieren, die nicht immer gut für Kinder und Jugendliche sind. Das muss man sicherlich in einer behutsamen Art und Weise machen, weil wir eben auch wissen, dass Kinder nicht in erster Linie in diesem Jugendalter vor allem auf ihre Eltern hören wollen. Wäre es denn gut, das auch in der Schule zu thematisieren? Auf jeden Fall sind da eigentlich alle im Boot der Verantwortung, die auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Das ist natürlich in erster Linie die Familie. Das sind aber in jedem Fall auch die Bildungsinstitutionen, die sich dem Thema Medien immer mehr und auch verbindlicher annehmen müssen. Also sprich, so wie es Verkehrserziehung oder auch Sexualaufklärung in der Schule gibt, sollte immer auch Medienerziehung und das Medienthema eine Rolle spielen. Und dann ist sicherlich da auch die Seite der Anbieter gefragt, da mehr in die Verantwortung zu gehen. Also das heißt, wenn Kinder sich schon in Social-Media-Plattformen und in diesen digitalen Welten bewegen können, dann ist es sicherzustellen, dass diese quasi digitalen Spielplätze auch sicher für diese Altersgruppe sind. Und da gehören eben genau solche Themen auch dazu. Vielen Dank, Dr. Irene Schulz. Die Medienpädagogin bringt Kindern und Jugendlichen bei, mit sozialen Medien bewusster umzugehen. Vielen Dank für das Gespräch. Okay.